Ich bin bald obdachlos. Ich wohne seit 5 Jahren in Dortmund. Die Wohnung habe ich bekommen durch einen Mitschüler, mit dem ich zusammen eine Ausbildung gemacht habe als Einzelhandelskaufmann. Der ist dort ausgezogen und hat mir seine Wohnung angeboten und ich habe das sehr reibungslos und schnell seine Wohnung bekommen. Sogar noch möbliert und alles mit Möbel drin. Das war echt ein Traum, das war super. Und dann konnte ich war auch obdachlos 1 Jahr, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, war ich obdachlos und ich bin dann halt von der Obdachlosigkeit in die Ausbildung gegangen, war obdachlos und bin trotzdem immer zur Ausbildung gefahren, zur Ausbildungsstelle, zur Schule. Aber dann hat mir ein Schulfreund, der mit mir zur Berufsschule gegangen ist, seine Wohnung angeboten. So, ich wohne da jetzt seit 5 Jahren. Ich habe nie irgendwelche Beschwerden gehört von irgendwie Nachbarn oder von der Vermietergesellschaft. Ich habe nie Briefe oder irgendwas bekommen. Und letzten Monat hat mir mein Betreuer, ich habe einen gesetzlichen Betreuer, da ich psychisch krank bin, habe ich einen gesetzlichen Betreuer, der für mich sorgen muss. Der hat mir gesagt, ich kriege die fristlose Kündigung. Da war ich ein bisschen verdutzt, weil ich nie wirklich irgendwelche Beschwerden oder irgendwas erhalten habe. Keine Abmahnungen, nichts. Und auf einmal kommt mir mein Betreuer mit, ich kriege eine fristlose Kündigung hier. Ah nee, tut mir leid. Zuerst habe ich einen Brief gekriegt, wo drin steht, den hat mein Betreuer mir gegeben, den habe ich ja nicht in meinem Briefkasten erhalten, wo drin steht, dass der Betreute zu betreuen, Betreuende, also ich, aufhören soll, den Hausfrieden zu stören, sonst wird er eine fristlose Kündigung kriegen. Irgendwie sowas stand da drin. Das hat mein Betreuer mir gegeben. Und dann, ich weiß nicht, 1 oder 2 Wochen später kam mein Betreuer und meinte zu mir, hier haben Sie Ihre fristlose Kündigung. Anstatt dass mein Betreuer mir hilft und zum Anwalt geht oder irgendwas, hat er mir einfach nur die fristlose Kündigung gegeben und meinte so, tschüss, schönes Leben noch so ungefähr. Ne? Ich versuche gerade selber den Anwalt, der ist für Wohnrecht, mit dem ich in Kontakt bin, um die Wohnung zu behalten. Der will aber von mir 500 € Vorkasse haben. Deswegen bin ich zu einem Streetworker, zu einem Sozialarbeiter gegangen, der mir dabei hilft, beim Amtsgericht einen Beratungshilfeschein zu kriegen, der dann wird das dann vom Amtsgericht irgendwie mitbezahlt oder so, dass der Anwalt auf jeden Fall auch sein Geld kriegt, weil der hat anscheinend Angst, dass ich den nicht bezahlen werde. Deswegen will er von mir 500 € Vorkasse haben. Ich sag mal so, ich habe ständig Leute zu mir nach Hause mitgenommen, weil ich halt nicht gern alleine bin und weil ich immer gerne helfe. Und dann habe ich immer Leute, die irgendwie in Not waren, die nicht wissen, wo sie schlafen sollen oder die mich besuchen wollten oder die auf der Straße waren, habe ich mit zu mir nach Hause genommen. Und leider gab es dann häufig Lärmbelästigung, weil wir uns irgendwie gestritten haben oder die rumgeschrien haben oder irgendwie laut einfach Musik angemacht haben und so. Ja, und das hat dann alles dazu geführt, dass mein Vermieter meint wohl, ich soll da nicht mehr wohnen. Ja. Ich lerne aus Fehlern. In Zukunft werde ich nicht mehr jeden dahergelaufenen Menschen bei mir mit nach Hause nehmen. Ich werde mir den Menschen genauer angucken und überlegen, kann ich den Leuten vertrauen, dass die sich benehmen in meiner Wohnung? Ja.